Hi und herzlich willkommen auf Rinjas Backwelt. Heute habe ich einen Gaumenschmaus für euch. Und zwar Champignons mit einer köstlichen Knoblauchsoße, die wie vom Weihnachtsmarkt schmecken. Zuerst stelle ich die Knoblauchsoße her und dafür nehme ich 200 Gramm Creme Fraiche, 2 Esslöffel Naturjoghurt, 2 Knoblauchzehen, etwas frische Petersilie, Salz und Pfeffer. Die Petersilie hacke ich klein. Dann fülle ich Creme Fraiche und den Joghurt in eine kleine Schale, presse die Knoblauchzehen hinzu und würze mit Salz und Pfeffer. Jetzt gebe ich noch die Petersilie bei und dann vermenge ich alles gut miteinander. So, die Knoblauchsoße ist jetzt fertig. Für die Champignonpfanne nehme ich 400 Gramm braune Champignon. Man kann auch weiße nehmen, braune haben allerdings einen intensiveren Geschmack. Eine Zwiebel, etwas frische Petersilie, ein Teelöffel Paprikapulver edelsüß, ein Teelöffel Kräuter de Provence, ein kleines Stückchen Butter, Salz und Pfeffer. Die Champignons putze ich und schneide die Stielansätze ab. Diese dann bitte nicht wegschmeißen, sie können anderweitig verwendet werden. Die Zwiebel schäle ich und schneide sie in feine Ringe. Die Petersilie hacke ich grob. Nun erhitze ich etwas Öl in einer Pfanne und brate die Champignons gut an. Anschließend gebe ich die Zwiebeln, das Paprikapulver und die Kräuter bei. Jetzt würze ich mit Salz und Pfeffer. Das Stückchen Butter kommt nun auch hinzu. Und dann brate ich die Champignonpfanne weiter, bis die Zwiebeln glasig werden. Zum Schluss vermenge ich die gehackte Petersilie mit den Champignons. Und dann sind sie auch schon servierbereit. Super einfach und schnell gemacht und total lecker. Probiert die Champignons unbedingt mal aus. Für weitere Rezepte, den könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.